Er hatte eine Bachelorette, eine Schmuckdesignerin und, naja, Tochter von. Und nun hat er sich eine Tennisspielerin geschnappt. Oliver Pocher und Sabine Lissigi sind ein Paar. Ja, wirklich. Es ist nicht unbedingt ein schockierendes Paar. Ein ungewöhnliches, aber allemal. Bei Oliver Pocher und Wimbledon-Finalistin Sabine Lissigi soll es vor ein paar Wochen gefunkt haben. Knapp 10 Monate nach der offiziellen Trennung des Moderators und seiner noch Ehefrau Alessandra Pocher. Hinweise auf eine gewisse Sympathie zwischen Olli und Sabine konnte man schon vor einigen Monaten bemerken. Während Oliver Pocher seiner Bum-Bum-Biene für ihr Spiel gegen Serena Williams gratulierte, schleimte die Tennisspielerin via Twitter rum und lobte Pochers Show. Und im Oktober saß er dann in der Loge bei einem ihrer Spiele in Luxemburg. Na, das klingt doch ganz eindeutig nach Spiel, Satz und Liebe.